Hallo Freunde, da ist er wieder, euer Uwe. Und, wow, ein Paket ist angekommen. Dann schauen wir doch mal, was da so alles drin sein kann in diesem hübschen Paket. So, da ist es, unser Paket. Wollen wir doch mal schauen, was da so drin ist. Bücher, Bücher, CDs, Bücher in allen Variationen. Ja, so war das damals und das kennen gerade die Tauchschulbesitzer, speziell im Ausland noch. Da bekam man dann einen Anruf und vom Zoll und es hieß, juhu, ein Paket ist angekommen, es würde uns freuen, euch zu sehen. Und dann ist man dann los und musste dann in der Regel eine Stunde fahren zum Flughafen auf die Zollbehörde und musste dann sein Paketchen identifizieren und in Empfang nehmen. Noch bevor man es bekam, wurde natürlich sehr interessiert gefragt, was ist denn da drin? Und dann sagte man, okay, da sind Materialien drin, Schulungsmaterialien, Lehrmaterialien. Bei mir, der Domrep, war es so, dass am Anfang das immer verzollt wurde. Ja, und wir mussten dann noch Schmiergeld bezahlen und so weiter. Also es war eine Riesenaktion, bis man dann sein Paket dann irgendwann in der Hand hielt. Und das hat sich aber dann im Laufe der Jahre geändert. Da wurde das als Schulungsmaterial deklariert und war offiziell zollfrei. Gut, was dann da trotzdem passiert ist, natürlich im Zollamt, das ist eine andere Geschichte. Man musste in der Regel immer irgendwo ein bisschen Schmiergeld bezahlen. Aber es war halt so zu dieser Zeit, dass dann die Pakete kamen, die man bestellt hat, in Voraussicht, was man braucht. Und dann hat man die abgeholt und hat dann das Ganze ausgepackt. Darin waren, wir waren ja damals im Petty Five Star Center, natürlich Bücher, Kassetten, Werbematerialien, so diese ganzen Sachen. Das hat auch dann ewig gedauert, nicht wie heute, dass so ein Päckchen da von heute auf morgen da ist. Das war also dann schon ein bisschen unterwegs, eine Woche, auch zwei, mit Verzollung. Und dann hatte man wieder Material. Das Material, das musste man dann auch ein bisschen mit Vorschau kaufen. Und natürlich auch damals in den verschiedensten Sprachen. Also nicht davon ausgehen, gerade die Tauchschulen im Ausland wissen das, Deutsch ist Deutsch, nein, man brauchte Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, so diese gängigsten Sprachen und dann immer natürlich nicht nur ein Buch, sondern auch mal zwei, drei, vier, fünf und mehr. Also das waren schon sehr große Pakete und auch ein relativ großes Investment, was da immer geleistet werden musste. Das war nicht einfach, ja, man musste immer vorausschauend gucken und. Klar, kam man dann auch auf die dollsten Ideen und sagte, Mensch, warum soll man denn den Verbänden das Geld in den Hals schmeißen. Und dann fing man also auch an, Bücher, jetzt gerade damals, wie das Open Water Buch, fing man an, das Ding zu drucken. Ja, man hatte dann also irgendwo eine Druckerei an der Hand und hat das ganze Buch kopiert und hat das dann gedruckt und immer so als Leihgabe im Grunde genommen rausgegeben, was natürlich damals nicht den Standards entsprach. Und da wurde das relativ schnell dann auch unterbunden, das Ganze. So war das halt in den Anfängen und das wissen meine Kollegen natürlich noch, die diese Zeit da auch komplett mitgestaltet und mitgemacht haben. So, heute ist das natürlich eine ganz, ganz, ganz andere Geschichte und da verstehe ich auch die Verbände, denn ich war ja mal bei Petty Headquarter in Amerika und konnte mir dieses Riesenimperium, was da im Grunde genommen steht, in Santa Margarita, konnte ich mir anschauen. Über 300 Mitarbeiter und der größte Teil dieses Gebäudes war damals Lager. Und dort wurden natürlich alle Materialien in riesigen Mengen gelagert. Und ihr könnt euch vorstellen, natürlich so ein Headquarter lagert nicht nur die vier Grundsprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, sondern die haben ja alles andere auch noch dabei. Und das sind natürlich riesige Mengen an Büchern und riesige Mengen an Material und diese gesamte Logistik dahinter, dieses ganze Zeug dann auch noch zu versenden. Das war natürlich auch
eine Riesenaktion damals. War sehr imposant zu sehen. Und heute ist es ein bisschen anders geworden. Im Lauf der letzten Jahre ist natürlich die Digitalisierung vorangeschritten und der Buchanteil, den die Tauchschulen heute noch benutzen, ist sehr gering. Man hat noch Bücher irgendwo, klar, aber es geht alles digital. Man hat also da online die Möglichkeit, seinen QR-Code zu bekommen oder seinen Code zu bekommen, kann dann diese ganzen Sachen downloaden. Und das macht natürlich das Leben und Arbeiten extrem einfach. Und es gibt alle Sprachen. Also ich brauche auf den Knopf drücken und dann habe ich natürlich die Sprachen, die ich brauche. Ja, erinnert euch auch noch mal ein anderes Beispiel an früher, an die Zertifizierungsprozedur, die da gemacht werden musste. Wir hatten ja dann auch das sogenannte Pick Envelope, das war so ein blauer Umschlag, den mussten wir auch bestellen. Und den mussten wir bei jeder Zertifizierung ausfüllen und ein Passbild reinschieben noch. Ja, das war so eine Klarsichtfolie, da mussten wir ein Passbild reinschieben. Und der Kunde musste das Ganze mitnehmen dann in sein Heimatland und von dort aus verschicken. Wir damals aus der DOMREP, die Briefe, wenn wir die verschickt hätten, die wären niemals angekommen in Amerika. Das heißt also, der Kunde musste es mitnehmen und wenn er es nicht vergessen hat, was er ab und zu auch getan hat, dann hat er es dann losgeschickt nach Paddy America und irgendwann kam dann mal das Zertifikat dann an, ne, wenn das alles richtig ausgefüllt war. Also das war schon eine Riesenaktion. Heute, ja, auch hier drücken wir auf den Knopf. Wir haben bei allen Verbänden eigentlich, die ich kenne, denen ich auch angehöre, haben wir Online-Zertifizierungen. Das geht ratzfatz bumm. Und da wird das alles eingetragen und der Kunde, im Grunde der Schüler, ist von jetzt auf gleich zertifiziert, ja. Und durch dieses E-Learning und die Online-Zertifizierung vereinfacht sich natürlich diese Prozedur, gerade für uns als Tauchschulbesitzer oder Tauchlehrer, vereinfacht sich extrem, ja, das ist ganz klar. Jetzt habe ich natürlich einige Schüler, die sagen, ich will aber kein Online, ich habe aber keine Lust online, ich will ein Buch in der Hand haben, ich kann besser lernen mit dem Buch. Es gibt immer noch Bücher, selbstverständlich. Die kann man bestellen, die werden auch geliefert, aber man merkt, es wird immer weniger. Und die Verbände erhöhen natürlich die Preise für diese Produkte, weil einfach diese Masse, die ja früher produziert wurde, nicht mehr produziert wird. Und aus diesem Grunde, bei einer geringeren Produktion, erhöht sich natürlich auch der Preis des Buches in diesem Falle. Ja. Und von daher wird also das Material in der Hinsicht immer teurer, wenn ich das als Buch bestelle. Digital, klar, kriege ich einen Code, den gebe ich weiter an meine Schüler und die haben dann die Möglichkeit, das Material downzuloaden auf der jeweiligen Webseite der Agentur oder der Agency. Und ratzbumm, die können also überall lernen. Man hat ja überall sein Handy in der Hand und da sind also diese ganzen Dinge dann drauf. Genauso wie die Quizzes und wie die Examen schon, das ist ja mittlerweile, ist das alles online. Und sogar die Verbände legen online dann auch ein Register an, wo der Schüler schon alle seine Dokumente wie Medical Statement und so, diese ganzen Sachen, Liability-Papiere, wo der das alles downloaden kann und man hat also alles in einem Folder. Also es ist schon eine tolle Geschichte. Aber jetzt kommen die Leute und sagen immer, ich hätte gern ein Buch. Okay, kann man machen. Kostet aber ein bisschen extra. Oder andere sagen, na, ich will aber keine digitale Karte. Ich hätte gerne mein Kärtchen. Ja, ich hätte gerne mein Kärtchen und das Kärtchen möchte ich gerne haben, weil ich bin Kartensammler, wie auch immer. Und dann, ja, kann man auch. Es gibt ja von den Verbänden auch Kartendrucker, die angeboten werden für die einzelnen Tauchschulen und die Tauchschulen können dann, wenn sie möchten, für ihren Schüler dementsprechend Karten ausdrucken. Ja, das ist also auch möglich. Jetzt hat natürlich nicht jede Tauchschule oder jeder Tauchlehrer so einen Kartendrucker. Der kostet ja auch richtig Geld plus das Material. Aber machbar ist es. Man kann selbst die Karten im Prinzip dann sich auch drucken lassen in irgendeinem Printshop. Das funktioniert auch. Also da ist kein Problem, ist da gegeben.
Was ich empfehle, ist im Grunde genommen, da immer irgendwo seine höchste Zertifizierung parat zu haben, sei es digital, sei es als Kärtchen, und die dann entsprechend in der Tauchschule, wo ihr tauchen wollt, vorzeigen. Ja, das ist also gar kein Problem. Es wird in der Zukunft so aussehen, dass wir alles dann nur noch computermäßig, digital, irgendwo in der Cloud gespeichert haben und dann von allen Ecken dieser Welt darauf zugreifen können. Ich weiß, viele müssen sich da erst noch dran gewöhnen, gerade auch wir, die älteren Personen. Aber das ist die Zukunft und da geht der Weg hin. Und wir haben jeden Tag unser Handy in der Hand, da ist mittlerweile alles drauf, da ist unser halbes Leben drauf. Und da haben wir dann auch diese Zertifikate, Karten, Bücher, was auch immer, und können von dort darauf zugreifen. Also das ist die Zukunft, ihr Lieben, und da geht's hin und da können wir machen, was wir wollen. Aber ich denke, es war mal ganz interessant, euch nochmal so eine kleine Geschichte zu erzählen, wie es mal war und was mal war, mit den dazu gelinkten Bildern hier im Video. Ist doch mal ganz nett zu sehen, was für eine Prozedur wir im Grunde genommen gemacht haben über die letzten Jahre, Jahrzehnte, ja, so kann man das wohl sagen. So, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.